Vielen, vielen lieben Dank. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Swinging Christmas. Ich bin fast schon schockiert. Ich habe ja schon ein paar Mal in der Philharmonie selber gespielt und viele Konzerte gesehen. Es ist noch nie so voll gewesen. Heute ist es pickepacke voll. Ich sehe, bis ganz hinten sind Leute. Können Sie mal vielleicht rufen oder kurz winken? Wir können Sie so schlecht sehen. Einmal aus der letzten Reihe jemand. Huhu, zurück! Dankeschön. Und übrigens, was auch interessant ist, Sie wissen vielleicht, die Philharmonie ist ja teilweise unter der Erde. Also wir sind wirklich hier unter der Erde. Über uns ist der Heinrich-Böll-Platz. Und normalerweise wird er abgesperrt, wenn hier Konzerte stattfinden, weil man die Schritte hört. Man hört also den Schall von oben nach unten ins Konzert. Heute ist es so, die Leute schmeißen sich auf den kalten Boden und pressen, um dabei zu sein. Es ist wirklich wahr. Ja. Aber heute haben Sie auch die Möglichkeit, natürlich im Radio auf WDR 3 mit dabei zu sein. Ist dann deutlich komfortabler. Oder im Livestream mit dem Handy in der Badewanne. Und wir haben ein schönes Programm heute. Sie haben gerade schon gehört, das großartige WDR Funkhausorchester. Ich sehe viele alte Bekannte von mir. Ich freue mich sehr. Und der großartige, unter Leitung vom großartigen Gordon Hamilton. Dankeschön. Und wir haben natürlich noch vieles anderes Tolles heute zum Singen und zum Mitswingen. Und jetzt darf ich vorstellen den WDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Nicolas Fink. Und die Damen und Herren werden zwei eher unbekannte Werke der Weihnachtsliteratur zum Besten geben. Sie hören gleich Santa Claus is Coming to Town und vorher noch das Lied klimpert ihr Schellen, vielleicht bekannter unter dem englischen Titel Jingle Bells. Viel Spaß!
Santa Claus is coming to town. 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 Thank you.
Vielen Dank. Sie hörten den March of the Toys von Victor Herbert aus der Operette Babes in Toyland aus dem Jahr 1903. Wir reisen jetzt ein wenig nach vorne in die Zukunft, die aber natürlich auch schon wieder Vergangenheit ist, ins Jahr 1984. Und wir möchten jetzt einen Song spielen, der, ob man es möchte oder nicht, zur modernen Weihnachtsliteratur gehört. Man muss dazu sagen, die Sounds der 80er Jahre mit den vielen Synthesizern und Keyboards, die liegen uns jetzt nicht so sehr, dem Orchester und mir auch nicht. Wir haben Gott sei Dank in Dietmar Menzinger einen Arrangeur gefunden, der den Song Last Christmas so arrangiert hat, dass er auch von Frank Sinatra aus den 50er Jahren hätte kommen können. Viel Spaß. Wir bitten Sie natürlich auch mitzusingen, wenn Sie mögen. Helfen Sie mir, helfen Sie uns. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I love you, I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, my heart, the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone, I'll give it to someone special. Oh, last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oh, last Christmas gave you my heart, the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone, I'll give it to someone special. Vielen Dank. Klatschen Sie bitte auch für sich selbst mit. Und ich muss es kurz, wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer im Radio, ich muss es vielleicht klarstellen, falls Sie sich gerade gefragt haben, ob der Rundfunkchor mitsingt. Das war das Publikum. Wir haben großartige Stimmen, vielleicht ist das heute auch für Sie einmal die Chance, aus dem Publikum direkt in den Chor reinzuwechseln. Wenn es gut läuft, nehmt ihr noch Leute an? Habt ihr noch Platz? Ja, sehr gut. Wir spielen jetzt einen Song, auch ein wunderschönes Weihnachtslied mit dem Titel Have Yourself a Merry Little Christmas. Und der Song wurde ursprünglich geschrieben, habe ich gelesen, für Judy Garland. Und der Text war aber am Anfang ein bisschen anders. Witzigerweise, scheint wirklich wahr gewesen zu sein, es hieß im Originaltext Have Yourself a Merry Little Christmas, it may be your last. Also, mach dir eine schöne Weihnacht, könnte dein letzter sein. Judy Garland hat sich zu Recht beschwert
Und der Text wurde dann geändert in die Form, wie wir sie jetzt kennen und lieben, auf der ganzen Welt. A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Golden days of yore, and faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu einem Titel, der macht mir ein wenig Angst. Der macht mir ein wenig Angst von der Aussprache her, aber es ist ein wunderbares Medley und es zeigt die ganze Bandbreite und das große Können vom WDR Rundfunkchor. Und ich hoffe, ich bekomme den Titel vernünftig hin, lieber Nicolas Fink. Sie und ihr hört jetzt das Spiritual Medley. Danke, hat geklappt.
see what the end's gonna be. Oh, who's there yonder dressing red? To see what the end's gonna be. Well, it looks like the children that Moses had. To see what the end's gonna be. I open my mouth to the Lord and I won't turn back. I will go. I shall go. I will go. I shall go. I will go. Just to see what the end's gonna be. In the morning. To see what the end's gonna be. In the evening. To see what the end's gonna be. Midnight hour. To see what the end's gonna be. Oh Lord. Nikolaus Fink und der WDR Rundfunkchor. Meine Damen und Herren, mir ist es ein wenig unangenehm, Ihnen das sagen zu müssen, aber wir kommen jetzt zum letzten Song vor der Pause. Und wir haben vorgehabt, oder ich würde mich freuen, wenn Sie ein wenig mitsingen bei dem folgenden Lied. Jetzt kam aus der Regie die Anweisung, weil wir das hohe Niveau der Veranstaltung halten wollen, ob wir einmal den Text kurz trocken durchgehen. Könnte ich einmal kurz ein Essen? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Yes, oh, yes, oh, yes, oh. Wunderbar, ich höre. Ja, ist in Ordnung.
weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodbye, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. We finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow. Let it snow, let it snow.
Ach, herrlich. Ja, Sie hörten gerade die Komposition A Winter's Day vom jungen deutschen Komponisten Fabian Zeitlein. Ganz wunderschönes Stück. Gordon, ich habe den Eindruck, du erwartest ihn hier im Publikum. Ist das so? Ist er irgendwo hier? Fabi? Hinter uns. Vielen Dank. Dankeschön. Hat es dir soweit gefallen? Wir kommen jetzt auch zu einem Komponisten, der schon lange nicht mehr jung ist, wir möchten für Sie spielen. Was heißt wir? Ich bin leider nicht dabei. Die berühmte Ouvertüre aus dem Nussknacker von Piotr Tschaikowski aus dem Jahr 1892. Sie hören aber nicht das Original. Es gibt eine grandiose Bearbeitung aus dem Jahr 1960 von Duke Ellington. Der hat eine ganze Platte dieser Komposition gewidmet. Und auch die bekommen Sie heute nicht zu hören. Sie bekommen eine, ja, es ist kompliziert, eine Bearbeitung der Bearbeitung zu hören heute mit dem wunderbaren Cocopelli-Saxophon-Quartett. Komm einmal heraus.
Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben ja schon ganz gut abgeliefert. Ihr dürft noch und wundern Sie sich nicht, das ist, passt jetzt nicht so gut zur Ansage und zum Quartett. Wir brauchen noch einen fünften Saxophonisten, der kommt aus dem Orchester. Guten Abend, also zählen Sie bitte nicht nach. Ja. Übrigens, schon mal zur Information, im nächsten Jahr soll es dann an gleicher Stelle eine Bearbeitung der bearbeiteten Bearbeitung geben mit Blockflöte und Hackbrett. Nach dem Lied gibt es übrigens noch Frosty the Snowman. Dann allerdings wirklich im Original Quartett. Viel Spaß soweit. Thank you.
So, da bin ich auch schon, nachdem ich kurz mein Mikrofon irgendwo habe liegen lassen. Schönen guten Abend, da bin ich wieder. Vielen Dank an das Saxophonquartett. Dankeschön, ihr Lieben, Coco Pelli. Nein, in Wahrheit habe ich mich gerade noch mal kurz besprochen. Wir singen jetzt ja ein zugegebenermaßen einfaches Lied, aber es ist immerhin auf Spanisch teilweise. Und wir wurden gebeten, den Text noch mal kurz durchzugehen gemeinsam, damit es da keine Reibereien gibt. Ist irgendjemand Spanier hier? Ah. So weit, so gut. Ne? Wir machen ja nicht die deutsche Aussprache Feliz Navidad, sondern Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Und dann kommt immer der schwierige Part. Prospero año y felicidad. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich sing's auch immer. Wir machen es einfach gemeinsam. Alle dürfen singen. Der Chor, Gordon, du darfst auch sogar mitsingen, wenn du magst. Vielleicht darf ich dann auch mal dirigieren. Ich musste gerade daran denken, am Grunde ein einfaches Lied, so ein bisschen wie so ein Kölsch. Erst denkt man, Jochen, was Einfaches, aber dann kann man einfach nicht genug davon kriegen. Ne? Da geht eine Runde nach der anderen. So, wir kommen jetzt zu etwas, was mich wirklich ganz besonders freut. Ich hatte heute fast schon Tränen in den Augen, möchte ich sagen, als ich das gehört habe. Und man muss dazu wissen, vielleicht meinen Hintergrund, ich selber habe von 6 bis ich 18 war, 12 Jahre lang Geigenunterricht genossen. Und ich habe aufgehört und ich bin so froh, dass ich aufgehört habe. Und sie,
ganz Ibbenbüren, wo ich herkam, das stand in den Zeitungen, als ich aufgehört habe, da knallten die Korken, die Leute gingen auf die Straßen, wirklich war, ich war wirklich sehr, sehr unbegabt und es ist mir fast peinlich, dann mitzubekommen und zu hören, wie gut man dieses Instrument spielen kann, natürlich im Orchester, aber wir möchten jetzt, Juraj, du weißt, deinen Vornamen kenne ich seit vielen, vielen Jahren und kann ihn gut aussprechen. Mit deinem Nachnamen muss ich den Zettel, den richtigen, rausholen. Er ist sehr lang, ich brauche zwei Zettel dafür. Juraj Cicmarowicz. Du bist gemeint. Du erkennst dich selber, ne? Er ist so ein Wunder, ja. Er ist so ein wunderbarer Geiger und ein so bescheidener Mensch. Wenn ich so gut spielen könnte wie er, ich würde ganz anders hier. Meine Haare wären viel länger, ich hätte einen großen Schal noch um und so weiter. Aber meine Damen und Herren, er spielt jetzt, Sie haben es sicherlich schon gelesen, das wunderschöne, das vielleicht das berühmteste Lied der Welt, das bekannteste Weihnachtslied auf jeden Fall, White Christmas. Viel Spaß und viel Freude.
Juraj Tschismarowicz. Dankeschön, lieber Juraj. Meine Damen und Herren, ich darf mich freuen, Ihnen zu verraten, das nächste Stück ist eine Komposition des deutsch-westfälischen Komponisten Tom Ernst Gäbel aus dem Jahr 2015. Er schrieb dieses Werk für sein Album A Swinging Christmas, ein Album, das Sie mit etwas Glück auch heute Abend hier erwerben können. Der Komponist, wie ich höre, ist selber auch anwesend und freut sich auf frenetischen Applaus für dieses kleine Stück. Ich darf dazu sagen, im Original war das Stück geschrieben für Baritonstimme und einen Kinderchor. Und es handelt davon, wie man so ein bisschen gut gelaunt mit allem Mann durch den Winterwald läuft. Ein beliebtes Thema. Fabian Zeidler hat auch so ähnlich geschrieben mit schön Schnee und dabei. Wir haben heute keinen Kinderchor dabei. Deswegen nehme ich, und ich freue mich umso mehr darüber, heute die Damen des Chores an die Hand. Und wir gehen durch den Winterwald. A Jolly Winter Walk. Viel Spaß. Walking along and my friends are by my side. Well, the air is so cold, but the sun is shining bright. We'll be looking for a place to go. Holding our hands together, snowman's watching too. Walking along, all my friends are by my side. There's nothing better we could do. We're singing winter songs. Well, I'm singing the verse and the rest will tag along. Oh, what lovely weather. Sky so clear and blue. Walking along, all my friends are by my side. There's nothing better we could do. Ever seen it snow like this before? I say we keep a nice warm snow. Oh, let's go and see what Frosty's got in store. Everybody looks like a snowman. Oh, what fun just to have a ride in a sleigh made out of snow. Just to have a ride. Still hiding, we're walking, talking, waltzing through the snow. There is nothing better we could do. Danke sehr. Und einen großen Applaus an unsere beiden Freunde am Blech. Dankeschön. Jetzt dürfen wieder alle zusammen singen. Haltet euch nicht zurück. Wir singen alle gemeinsam und es wird einfach wunderschön klingen. Thank you.
Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw him, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Oh, Rudy. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön an euch, an das Orchester, an den Chor, an Gordon, an Nikolas. Da kommt auch das Cocopelli-Quartett. Nikolas, wir möchten jetzt nämlich zum Ende noch einmal alle gemeinsam singen. Eine ruhigere Weise, als ich es normalerweise darbiete. Deswegen halte ich mich auch zurück. Ich gebe auch zu, es gibt gewisse Textunsicherheiten meinerseits. Aber Sie werden das mehr als gut ohne mich machen. Viel Spaß. Die Damen und Herren hier, Dankeschön.
Vielen Dank. Das war Swinging Christmas 2022 mit dem WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Gordon Hamilton. Und mit dem WDR Rundfunkchor unter Leitung von Nicolas Fink. Und natürlich das Coco Pelli Quartett. Vielen lieben Dank. Du guckst mich so an, ich glaube, das Lied ist einfach genug. Wir kommen zurecht, Gordon.